Wow. Das ist die Woodstock nur in kalt. Das ist die Woodstock nur eben ohne Blumen und ohne fröhliche Lieder und ohne Friedensstiftung und ohne Flower Power. Aber das sind wir, das ist der öffentliche Dienst. Wir haben keine Blumen dabei, aber unsere Fahnen und unsere Trillerpfeifen. Wo sind die Fahnen? Wo sind die Trillerpfeifen? Wo sind die Musikinstrumente vom Polizeiorchester und von den Trommeln? Und wo sind die Außenspielen? Was wir auch dabei haben, das sind unsere Forderungen. Wir stehen heute nicht da, um uns den kalten Wind um die Nase wehen zu lassen. Auch wenn das Wetter, uns gerade ein bisschen wie die Abwehr der Überhandlungen vorkommen kann. Es ist unbeständig, es ist stürmisch, es ist kalt und am Ende hoffentlich der Sonnenstrahl des Erfolgs. Und um diesen einen goldenen Sonnenstrahl des Erfolgs zu bekommen, müssen wir stark und geschlossen sein. Und uns für die erforderliche Wertschätzung, die müssen wir einfordern. Ja, leider, die Wertschätzung, die gibt es nicht umsonst, die müssen wir leider einfordern. Und mehr Wertschätzung wurde heute schon von meinen Vorrednern ja mehrmals gefordert. Also ich muss schon sagen, wir haben das Mikrofon hier heute schon ganz schön heiß geredet, dass es fast geschmolzen wäre. Und das bei den Temperaturen. Respekt! Ganz im Ernst, wir verdienen nicht nur mehr Wertschätzung, sondern eben auch faire Löhne für die harte Arbeit, die wir täglich leisten. Und als Vertreter der Polizeibeschäftigten sage ich mit Stolz, wir sind nicht nur Polizeibeschäftigte, wir sind die Hüter der Gerechtigkeit und heute hier versammelt, um die Gerechtigkeit auch auf unseren Gehaltsabrechnungen zu sehen. Wir wollen Wertschätzung, wenn wir Tag und Nacht dafür sorgen, dass die Gesellschaft sicher und geschützt ist. Es ist schon lange an der Zeit, dass unsere Arbeit nicht nur gesehen, sondern auch geschätzt wird. Und ihr alle hier seid die Helden, die den Laden am Laufen halten. Wir, die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, werden als solche Helden, die werden tituliert, wir werden als solche betrachtet, weil wir eben unsere Arbeit mit Opferbereitschaft, mit hoher Professionalität und einem starken Engagement für das Gemeinwohl verbinden. Wir sind die Schlüsselakteure bei der Bewältigung dieser gesellschaftlichen Herausforderungen und der Gewährleistung eines reibungslosen Funktionierens der staatlichen Dienstleistungen. Wir alle leisten einen wichtigen Beitrag zur Funktion der Gesellschaft. Auf uns ist Verlass. Zeigen, dass wir vereint sind, dass wir stark sind und dass wir bereit sind, für das Einzelne zu stehen, was uns zusteht. Unsere Forderungen wurden artikuliert, sie sind klar und unsere Entschlossenheit, die ist unbedingbar. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stehen hier heute an der Außenstelle des Finanzministeriums in Sicht und in Hörweite. Und deshalb hört gut zu, liebe Arbeitgeber. Ich hoffe, ihr haltet heute eure Schutzbrillen auf und legt die Hörstöpsel drin. Denn wenn ihr aus dem Fenster schaut, wird es euch die Augen verdrehen, so viele wie wir heute hier sind. Und es wird laut, dass euch die Ohren nächste Woche auch noch brummen werden. Von den Arbeitgebern noch kein Angebot gesehen. Als ob Gehaltsverhandlungen
ein anderes Schlechtspiel wären. Aber genau deshalb sind wir heute hier, um zu sagen, dass das Schlechtspiel ist vorbei. Es ist Zeit für klare Worte und Zahlen. Es ist auch Zeit, aus euren Verstecken herauszukommen und auch mal Farbe zu bekennen. Wir sind keine Geduldsweltmeister, wir wollen Fakten. Wir haben statt im Gehaltsleben zu stochern. Und die klare Aussage, in der nächsten Woche werden wir unsere Aktivitäten und auch unsere Aktionen intensivieren. Wir werden lauter, wir werden unbequemer. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lasst uns gemeinsam weiterhin für diese Gehaltserhöhung kämpfen. Für Wertschätzung streiten und für eine Zukunft arbeiten, in der wir nicht nur die Helden des Alltags sind, sondern auch die Helden unserer eigenen Gehaltsabrechnungen. Lasst uns weiterhin für unsere Forderungen kämpfen und im öffentlichen Dienst zu dem machen, was er sein soll. Ein Ort der Wertschätzung und des Respekts. Danke für euer